Mein Name ist Dirk Becker. Ich halte jetzt den sogenannten Festvortrag. Ich werde mich bemühen, das Buch zu feiern, das hier zu feiern ist, obwohl besser als Frau Schwan könnte ich es eigentlich gar nicht machen. Und offen gestanden, besser als Frau Schwan schlicht und ergreifend zu erzählen, was das sein kann, transdisziplinäre, mit dem Wort habe ich Schwierigkeiten, Forschung und Didaktik, kann man auch nicht viel besser machen. Da eine Theorie draufzusetzen, werde ich jetzt trotzdem ein klein wenig versuchen müssen, weil es ein Festvortrag ist. Aber ich glaube, die eigentliche Chance dieser Art von Forschung liegt darin, extrem viel Erfahrung in diesen noch vage erkennbaren Bereichen zu sammeln, über die wir hier reden, und dann irgendwann in 10 Jahren dieses englische Buch zu publizieren, das da schon geplant ist. Nein, 2 Vorbemerkungen und 3 Punkte, die ich gerne berichten möchte. 2 Vorbemerkungen, eine persönliche zu mir, die gehört dazu, weil transdisziplinäre Forschung und Didaktik und Wissenschaft zu betreiben, geht so sehr ans Eingemachte des wissenschaftlichen Selbstverständnisses von WissenschaftlerInnen, dass man sozusagen an die eigene Leiblichkeit und an den eigenen Geist erstmal sich wenden muss, um zu fragen, halte ich das überhaupt aus? Ich glaube, wir haben heute schon so ein bisschen erlebt, dass die einen es mehr aushalten als die anderen. Und die, die es nicht aushalten, ahnen etwas, was vermutlich korrekt geahnt ist. Es ist eine Zumutung, transdisziplinäre Wissenschaft, Forschung und Didaktik zu betreiben. Vorbemerkung zu mir. Ich hatte das Glück, 1996 berufen zu werden auf einen Lehrstuhl an der Universität Wittenherdecke und dann ein paar Jahre später auf einen Lehrstuhl an der Zeppelin-Universität berufen zu werden. Beides sind kleine, private Universitäten. Und den Schock, von dem ich hier reden möchte, erlebte ich bereits 96 an der Uni Wittenherdecke, wo mir nämlich gesagt wurde, es ist ja alles schön und gut, was du aus Bielefeld, ich kam aus einer Hochburg der Theorieentwicklung, aus der Hochburg der Theorieentwicklung der 80er Jahre in Deutschland. Das ist ja alles schön und gut, was du da mitbringst, deswegen bist du auch berufen worden. Aber was du jetzt mal lernen wirst, ist A, Praxisorientierung, großes Zusammenzucken bei mir, und B, Persönlichkeitsbildung, völliges Unverständnis. Ja, als Wissenschaftler sich an Persönlichkeitsbildung zu beteiligen, ist das nicht ein therapeutischer Übergriff, der gar nicht zugemutet werden kann, weder mir, der das gar nicht kann, noch denen, die da angeblich gebildet werden sollen. Und ich brauchte ein halbes Jahr, um zu begreifen, dass Persönlichkeitsbildung vor allem der Versuch ist, die Persönlichkeiten, die man ja auswählen kann an diesen kleinen Privatuniversitäten, durch das, was man ihnen dann anschließend bietet, nicht zu verderben. Und dann habe ich mich einigermaßen beruhigt mit diesem zweiten Begriff. Es blieb aber Praxisorientierung. Was heißt das? Und als Systemtheoretiker, der ich nun mal bin, sich überhaupt mit Praxis zu beschäftigen, fiel mir viele Jahre schwer und hätte ich nie im Leben geschafft, wenn Studierende mich nicht in ihre Praxisprojekte reingezogen hätten und mir einfach gezeigt hätten, wie das geht und mir allmählich viel Zeit gegeben hätten, mich daran zu gewöhnen. Also wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wenn ich diese beiden an der ZU, Zeppelin-Universität, lief es ähnlich, wenn ich diese beiden Unis nicht gehabt hätte, hätten Herr Schmohl und Herr Philipp mich auch heute gar nicht einladen können, weil ich gar nicht gewusst hätte, worüber ich reden sollte. 2. Vorbemerkung, was könnte man unter Didaktik verstehen? Das ist zu Recht unklar und ich werde gleich noch ein paar mehr Worte dazu sagen. Operative Definition davon ist für mich jetzt erstmal ganz einfach. Didaktik ist das Nachdenken darüber, auf welche Art universitäre Forschung, ich rede nicht von wissenschaftlicher Forschung ganz allgemein, ich glaube, das kam heute auch ein bisschen zu kurz, man sollte Wissenschaft und Universität unterscheiden, das ist nicht dasselbe. Wissenschaft publiziert, Universität lehrt, unter anderem mit ProfessorInnen, die publizieren, aber sie machen eben auch Lehre, das ist nicht dasselbe. Didaktik ist die Art und Weise, über Formate nachzudenken, in denen universitäre Forschung und Lehre eben dann auch in der Öffnung gegenüber zivilgesellschaftlichen Interessen und anderen Interessen globaler Ordnung stattfinden können sollte. Und da diese Formate einen so experimentellen Status haben und da die nichts mit den Formaten zu tun haben, in denen fachwissenschaftliche Forschung in den letzten 150 Jahren, vorher hatten wir ganz andere Dinge, darüber rede ich gleich, stattgefunden hat, ist das auch eine solche Zumutung an uns, uns überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen. Also erstmal nur als operative Hilfsdefinition, Didaktik ist das Nachdenken darüber, was das heißen kann, universitär zu forschen,
in Formaten, die irgendetwas mit der Öffnung der Universität zu tun haben. Öffnung der Universität darf man nicht als Begriff überschätzen. Universität war immer schon offen. Na, im 19. Jahrhundert ist die Universität stark und groß geworden, weil sie Lehrer, Beamte, Juristen, nicht zuletzt Theologen und Priester ausgebildet haben. Und wenn diese Leute rausgeschickt werden in die Gesellschaft, ist das bereits Öffnung. Wenn sich Lehrende mit dem beschäftigen müssen, was und wollen, was Juristen und Lehrer und Lehrerinnen und Beamte und sonstige Praktiker draußen in den beruflichen Feldern tun müssen, ist das bereits eine Öffnung. Ne? Diese Öffnung in der Lehre hat nichts damit zu tun, das Argument würde ich erteilen, dass die Universität im 19. Jahrhundert gleichzeitig sich auf eine Art und Weise fachwissenschaftlich verinstitutionalisiert hat, also ver in diesem berühmten Sinne, den Heidegger immer betont hat, des Verwechselns, Vergessens, Vermeidens, also sozusagen des sich Verlierens. Die Universität hat sich verdifferenziert in diesen Fachwissenschaften, die zu Recht, finde ich, korrigiert werden. Okay, das als Vorbemerkung. Jetzt sozusagen Fleisch an die Dinge. Drei Bemerkungen. Erstens, was kann man unter Disziplinen verstehen, wenn wir uns für Transdisziplinäres interessieren? Zweitens, gibt es so etwas wie Transdisziplinen bereits? Soziologen können ja über Themen nur dann reden, wenn das irgendetwas mit Dingen zu tun hat, die man da draußen in dieser Wirklichkeit schon sehen kann. Auf nichts reagieren wir allergischer als auf eine reine begriffliche Entwicklung von irgendetwas, weil das können Philosophen besser. Ja? Also irgendetwas muss dem Thema Transdisziplin, und ich weiß jetzt, das Wort ist gewöhnungsbedürftig, der Transdisziplin, ich habe es heute noch nicht gehört, entsprechen, damit man eine Ahnung hat, was das sein könnte. Und drittens und letzter Punkt, was ist das eigentlich für eine Bewegung, die in der Universität stattfinden muss, damit so etwas wie transdisziplinäre Forschung in dem Sinne, der heute vielfach auftauchte, angesprochen wurde, Beispiele gefunden hatte, auch propagiert, auch missionarisch propagiert worden ist, stattfinden kann. Also erstens Disziplin und keine Bange, viel länger als noch eine Viertelstunde werde ich nicht reden. Was ist eine Disziplin? Natürlich irgendwie genau das, was man hinter sich lassen möchte, wenn man transdisziplinär über Disziplin hinaus forschen, denken, arbeiten möchte. Gleichzeitig aber das haben wir heute vielfach erlebt, woran man gebunden ist, weil man nun mal aus Disziplinen herauskommt, weil man in Disziplinen denken gelernt hat und weil man in den Disziplinen auch seine eigene Karriere gemacht hat und seine Reputation erworben hat. Darüber hinaus aber, und das ist ja unsere Frage heute, spielt die Disziplin offensichtlich irgendeine Rolle für die Art und Weise, wie Universitäten funktionieren. Und die entscheidende Frage ist ja, welche Rolle spielen denn Disziplinen für Universitäten derart, dass wir, ich finde zu Recht, den Versuch machen sollten, sie in gewisser Weise zu überwinden und vermutlich, wie Freud so gerne gesagt hat, im Modus des Durcharbeitens, des durch sie hindurchgehens zu überwinden. Also nicht einfach überschreiten und dann ganz woanders landen, sondern das, was man aus Disziplinen mitnehmen kann, auch tatsächlich mitzunehmen und dann in eine andere Art von Forschung zu übersetzen. Lange Rede, kurzer Sinn, die Disziplin ist an Universitäten genau das, was es ermöglicht, Forschung und Lehre unter einen Hut zu bringen. Ja, weil eine Universität, auch das gehört zum kleinen Einmaleins dazu, ist ein Ort, der hybrid ist, der sich für Wissenschaft interessiert, der sich an Wissenschaft beteiligt. Und es gibt, es ist immer wieder traurig, das sagen zu müssen, aber auch wichtig, andere Orte, an denen auch Wissenschaft betrieben wird. Universitäten haben kein Monopol auf Wissenschaft. Komme ich gleich nochmal darauf zurück. Aber Universitäten machen eben auch Erziehung. Und ich sage als Soziologe bewusst Erziehung und gehe nicht auf dieses emphatische Wort der Bildung, das immer so tut, als sei das irgendwas besonders Schönes, was man da erwirbt, womit man in allen möglichen Kontexten glänzen kann. Erziehung heißt, wir haben das bei Frau Lemm eben erlebt, Erziehung heißt, und bei Herrn Wild, Erziehung heißt eben, Studierende zu etwas zu zwingen, zum Beispiel dazu, Autonomie in dem Suchen nach eigenen Fragestellungen zu entwickeln.
Ja, genau in der Paradoxie, die Immanuel Kant schon unterstrichen hat in seinen großen Schriften über die Pädagogik. Erziehung ist Erziehung zur Freiheit im Modus des Zwangs. Wie soll es sonst gehen? Ja? Damit hat jeder Lehrende es zu tun, damit hat jeder Studierende es zu tun. Es gibt wenige Leute, die genussvoll über diese Paradoxie nachdenken. Systemtheoretiker gehören dazu. Das ist eine unserer wenigen Spezialitäten, über Paradoxien nachzudenken. Aber genau darum geht es. Eine Disziplin ist das, was man durch Zwang erwerben kann, um dann auf eigene, autonome, also freie Art und Weise in dieser Disziplin zu lehren. Und die Universität hat es geschafft, die wissenschaftliche Fachdisziplin sozusagen als diejenige Ebene oder den Bereich, in dem bestimmte Sachverhalte erforscht werden können, also offene Fragen gestellt werden können, zu verwandeln in eine prüfbare Disziplin, in der Studierende nach Antworten befragt und geprüft werden können. Ja? Die wissenschaftliche Seite fragt, die lehrende Seite gibt Antworten. Das muss im selben Haus, in derselben Universität, in derselben hybriden Einrichtung stattfinden. Und in der Disziplin gelingt das, weil sie genau das ist, die Verbindung von Freiheit und Zwang. Ja? Das Alltagswort der Disziplin sagt das besser, als dass jede lange Erläuterung eigentlich ausführen müsste. Diese Disziplin hat uns gequält. Wir haben angefangen vor, weiß ich genau, 30 Jahren unter den Fachwissenschaften. Ist ja wie in New York hier. Fast. Unter Fachwissenschaften zu leiden. Wir haben gelernt, Fachwissenschaften zu bashen. Wie gesagt, zu Unrecht, ne, weil wir hindurchgehen müssen und die nicht etwa hinter uns lassen können, weil wir genau da gelernt haben, ich wiederhole das Argument. Wir haben aber gemerkt, dass es eben zahlreiche, das Argument kennen Sie alle besser als ich, zahlreiche gesellschaftliche und vor allem ökologische Problemstellungen gibt, die in die Grenzen der Fachwissenschaft nicht hineinpassen. Und deswegen muss irgendetwas passieren, was die Wissenschaft befähigt, mit diesen Great Challenges, Sie haben das eben erwähnt, oder Grand Challenges, umzugehen vermag. Und die erste Antwort war das interdisziplinäre Forschen. Also das Zusammenspannen von einigen Forschern, verschiedener Forscherinnen, verschiedener Disziplinen, die dann gemeinsam sich ein Problem anschauen. Ich habe in Bielefeld studieren bzw. promovieren dürfen. Dort gibt es bundesdeutsch erstmalig das Zentrum für interdisziplinäre Forschung. Das war ein einziges Gekabbel, sag ich mal, was da stattfand, weil man hauptsächlich feststellte, dass man einander nicht versteht, wenn man verschiedene Disziplinen zusammenspannt. Und dann aber gezwungen wird und sich auf den Zwang auch einlässt, dank der Buchdeckel, die man dann in den Sammelbänden vorgesetzt bekommt, doch irgendetwas gemeinsam zu machen. Also kein großes Erfolgsmodell, würde ich mal sagen, so sehr Helmut Schelsky damals auch mit guten Argumenten dafür geworben hat. Also Interdisziplinarität als erster Versuch, aus diesem Modell der disziplinären Wissenschaft und Forschung auszusteigen. Die Multidisziplinarität ist der zweite Versuch. Kennt man in der Wissenschaft nach meiner Erfahrung eigentlich eher weniger. Rudolf Stichwie hat heute Morgen das Gegenteil behauptet, vermutlich mit Recht. Multidisziplinarität ist vor allem ein Begriff aus der industriellen Forschung. Also aus einer Projektforschung, in der Unternehmen strikt und problemfrei und vor allem unmethodologisch davon ausgehen, dass es bestimmte, nicht routiniert bearbeitbare Problemstellungen gibt, zu denen man verschiedene Kompetenzen braucht. Man baut ein entsprechendes Team, die sich um dieses Projekt kümmern und multidisziplinär wird, weil es eine Deadline gibt, weil es einen Projektauftrag gibt, das Problem entweder gelöst oder vielfach auch nicht. Was ist jetzt im Verhältnis dazu das Transdisziplinäre? Kann das Transdisziplinäre eine ähnliche Rolle in der Integration der Universität zwischen Forschung und Lehre, zwischen Fragen stellen und Antworten geben, produzieren wie die Disziplin? Zweiter Punkt. Was ist eine Transdisziplin? Haben wir dafür irgendwelche Beispiele? Ich würde sagen, ja. Und ich vermute mal, dass ich da den größten Widerspruch erfahre. Ich glaube, dass solche Dinge wie Mathematik, Rhetorik, Ästhetik, Hermeneutik, Semiotik, Kybernetik, Informatik, Systemik und vielleicht sogar die Didaktik, also Sie haben das gemerkt, alles Begriffe, die auf IK enden. IK ist im Griechischen, habe ich natürlich nachschlagen müssen auf Wikipedia,
eine Silbe, die andeutet, dass es sich um eine Kunstfertigkeit handelt. Oder sogar eine Kunst, ganz kurz, eine Fähigkeit, kunstfertig mit Problemstellungen umzugehen. These von mir, wir haben Transdisziplinen, die nichts mit Fachwissenschaften zu tun haben, die aber im Umgang mit der Sprache, Rhetorik, im Umgang mit mathematischen Modellen, mit Formeln, mit Vermessungstechniken, mit Strukturfragen etc., Mathematik, im Umgang mit Wahrnehmungsfragen, Ästhetik, im Umgang mit der Notwendigkeit, Sinn unterschiedlich interpretieren zu können, Hermeneutik, im Umgang mit, was hatte ich noch, im Umgang mit der Kybernetik, also mit der Kunst des Steuerns in Situationen, in denen Steuerung qua der Komplexität der Verhältnisse gar nicht möglich ist, man aber trotzdem was tun muss. Darauf haben ja Kybernetiker eine Antwort entwickelt, die ich jetzt nicht referieren werde. Das würde zu lange dauern. Oder Informatik. Eigentlich mal, wenn ich so an Werner Coy denke oder Frieda Nake oder andere große Geister der 70er, 60er Jahre, mal eine Wissenschaft, vor allem in Deutschland, eine Wissenschaft gewesen ist, eine Transdisziplin gewesen ist, die den Anspruch hatte, jede Art von menschlicher und natürlicher Tätigkeit unter Gesichtspunkt der Informationsverarbeitung, des Gewinns von Struktur aus dem Generieren von Informationen, ja, so wie eine Qualle sich im Wasser nur hält, weil sie sich darüber informiert, an welchen Stellen, welche Temperaturen ihr den meisten Auftrieb oder den wenigsten Auftrieb geben, je nachdem, wo sie hin will, ja, so wie ein Mensch, der sich verheiratet, den Versuch machen muss, herauszufinden, was das mit ihm und ihr und den Kindern macht, wenn man sich verheiratet, sozusagen sämtliche denkbaren kognitiven Prozesse der Weltgeschichte unter dem Gesichtspunkt der Informationsverarbeitung zu begreifen. Mir ist klar, dass die Informatik sich von diesem in meinen Augen großartigen Anspruch verabschiedet hat und verabschieden musste, weil sie dringendere Aufgaben zu erfüllen hatte, herauszufinden, was man mit diesen merkwürdigen Blechboxen, die sich Computer nennen, eigentlich alles machen kann, geschweige denn mit den Netzwerken, die diese Blechboxen verbinden. Aber immerhin, da hatten wir eine Transdisziplin. Und schließlich die Systemik, mit der ich als Systemtheoretiker natürlich ein bisschen was zu tun habe, die so etwas ist wie Ganzheitlichkeitsforschung, ein Wort, das ich nicht sehr mag, vor allem aber eine Forschung darüber, dass wir als Menschen immer wieder in Situationen sind, in denen unsere körperliche Reaktion genauso wichtig ist wie unsere psychische, unsere soziale Determination genauso wichtig ist wie unsere genetische und unsere Absichten genauso wichtig ist wie die uns gar nicht bekannten Erinnerungen, Erfahrungen, Befürchtungen, die wir mit uns herumschleppen. Also sozusagen eine Kunstfertigkeit im Umgang mit unübersichtlichen Problemstellungen, in denen wir Menschen eher als Konfusionssubjekte denn als vernünftige Wesen im Sinne von Immanuel Kant agieren. Warum nenne ich diese Beispiele, die man ausbauen könnte? Didaktik natürlich sozusagen als der Versuch, so über Lehre nachzudenken, dass man anfängt zu begreifen, was eigentlich Lernen heißt. Über Lehre nachzudenken, um zu begreifen, was Lernen heißt, dass das irgendwie eine unlösbare Aufgabe ist, dürfte klar sein. Dass die Aufgabe trotzdem angegangen werden muss, ist auch klar. Warum nenne ich diese Disziplinen Transdisziplinen? Weil meine Vermutung ist, dass das, was wir hier beginnen, als transdisziplinäre Forschung zu begreifen, mit diesen Ressourcen rechnet, mit diesen Ressourcen umgeht. Also mit der Frage, wie funktioniert ein Argument? Mit der Frage, wann brauche ich eine Zahl? Was leistet eine Statistik? Mit der Frage, was muss ich wahrgenommen haben, wenn ich in Chemnitz zum Beispiel wissen will, warum eine bestimmte Architektur mehr leistet als eine andere. Ja, kann ich ja nicht nur Architekten fragen, sondern ich muss selbst durch die Straße gehen und sagen, was spricht mich hier eigentlich an? Warum ist das etwas, trotz der sozusagen Klassenherkunft der Arbeiterschaft, etwas, was sich auch für Gentrifizierung lohnt? Ich muss selbst wahrnehmen können, ich muss meine eigene Wahrnehmung als solche reflektieren können, in der Rolle, die diese Wahrnehmung für meine Urteilskraft spielt. Ich kann diese transdisziplinären Projekte, die wir da besprechen, nicht denken, ohne dass die Leute, die da versammelt sind, ich sage mal Wissenschaftler, Bürger, Bürgermeister, Bürgermeisterinnen,
Investoren und wer immer aus der Zivilgesellschaft, wie man so schön sagt, dazukommt. Ich kann die nicht zusammenbringen, wenn die nicht gemeinsam auch ein Bild davon entwickeln können, welchen Einfluss sie auf die Verhältnisse, die sie verändern, transformieren wollen, überhaupt haben. Ja? Die Kontrollillusionen, die wir alle haben, Wissenschaftler viel mehr als Nichtwissenschaftler, müssen ja erstmal abgebaut werden, damit man überhaupt ein Projekt wie das in Chemnitz, schönes Beispiel, vielen Dank, auf die Beine stellen kann. Also ich muss als Kybernetiker, ohne zu wissen, was Kybernetik ist, agieren können. Ja? Und ich muss nicht zuletzt irgendwie ein systemisches Verständnis haben. Ich muss wissen, dass, Herr Wild hat das eben angesprochen, dass Wissenschaftler Angst haben könnten, ihren argumentativen Kreis zu verlassen, wenn sie von Bürgern gefragt werden, was tust du eigentlich gegen den Klimawandel? Ja? Ich muss ahnen, dass das zum einen natürlich das Wissen überfordert, muss aber auch zum anderen ahnen, dass damit die gesamte Karriere eines Wissenschaftlers, einer Wissenschaftlerin möglicherweise in Frage gestellt wird. No? Fridays for Future stellt uns genau die Frage, was habt ihr eigentlich die letzten 40 Jahre gemacht? Und wie wir darauf antworten, hängt davon ab, wie wir das psychisch, körperlich auf die Reihe kriegen, darauf zu antworten. Viele von uns, würde ich mich jetzt mal ganz mutig dazu zählen, haben das nur dank des Umgangs mit Studierenden, vielleicht noch mehr dank des Umgangs mit Kindern, überhaupt gelernt, die eigene Habitualität, die eigene Bereitschaft, reflexartig Wissen zu produzieren, egal welche Frage man gestellt bekommt, mal einzuklammern und zu sagen, okay, also offen gestanden, keine Ahnung, wie können wir denn jetzt ein Setting, ein Format bauen, um da ein Stückchen weiterzukommen im Gespräch zwischen Bürgern und Wissenschaftlern. Also Transdisziplin als eine ganz merkwürdige und interessante Art und Weise, unterhalb dieser ausdifferenzierten, thematisch gebundenen Fachwissenschaften etwas mit einer wissenschaftlichen Praxis zu tun zu haben und zu erkennen, wann etwas Wahrheitssuche ist, um das Stichwort von Frau Schwan eben aufzuweisen, oder wann etwas Meinungsproduktion ist. Das muss ich ja erstmal lernen. Ja? Und in diesen Transdisziplinen hat man das gelernt. Drittens und letztens und in aller gebotenen Kürze, und Sie werden sehen, worauf das jetzt hinausläuft mit den Transdisziplinen. Was kann man denn jetzt unter transdisziplinärer Forschung und unter der Didaktik, die dafür wirbt, transdisziplinär zu forschen, verstehen? Ich werbe sehr dafür und tue das bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit, Herbert Simon zu lesen. Herbert Simon ist ein Nobelpreisträger, 1978, ich habe es nochmal nachgeschlagen, Nobelpreis Ökonomie. Unterschätzt seine Leistung grandios, weil er war ein großer Ökonom. Von ihm stammt das Konzept der Bounded Rationality, also der begrenzten Rationalität, mit dem wir alle unterwegs sind. Auch etwas, was Wissenschaftler jetzt betont männlich nicht immer so gerne hören. Bounded Rationality in die Welt gesetzt hat. Er hat aber auch als Organisationspsychologe eigentlich zunächst gearbeitet und war ein Protagonist, vielleicht sogar der wichtigste, zusammen mit Alan Newell, Protagonist der frühen Computerwissenschaft, TEN. Eigentlich der Erste, der das Stichwort der Künstliche Intelligenz zwar nicht unter diesem Label, aber mit diesem Anspruch in die Welt gesetzt hat. Also jemand, der sich mit Technik auskennt, jemand, der sich mit Organisation auskennt und jemand, der sich mit der Psyche der Menschen auskennt und auch noch der Ökonomie. Ja, alles so im 70er, 80er Jahre Modus, wo man sagt, naja, gut, das ist jetzt ein bisschen lange her, was ist davon noch wichtig? Keine Ahnung. Aber er hat eine Idee in die Welt gesetzt, von der ich sagen würde, die brauchen wir hier. Er hat nämlich danach gefragt, wie das eigentlich aussieht, Architekturen der Komplexität, Architectures of Complexity zu entwickeln, zu entwerfen und vor allem zu betreiben. Architekturen der Komplexität, was soll das sein? Wir alle, wenn wir jetzt nachdenken würden, würden wahrscheinlich in Schleudern kommen. Seine Antwort war, Architekturen der Komplexität geben darüber Auskunft, wie Dinge, die anspruchsvoll sind, realisiert werden können, wenn man damit rechnen muss, unterbrochen zu werden. Ja? Wie Dinge realisiert werden können, die anspruchsvoll sind, wenn man damit rechnen muss, unterbrochen zu werden. Ich sage ganz kurz, weil das dazugehört, welche beiden Modelle, Tempus und Hora hat er die genannt, er vorschlägt, um sozusagen zu begreifen, worum es geht. Zwei Uhrmacher,
natürlich beide aus dem Jura. Da sitzen nun mal die besten Uhrmacher. Wenn man jetzt mal die Gegend in der sächsischen Schweiz außen vor lässt. Die kannte Herbert Simon trotz deutscher Herkunft, glaube ich, nicht. Zwei Uhrmacher, die eben diese anspruchsvollen schweizerischen Uhren bauen. Der eine setzt Stück für Stück eine Uhr zusammen, wird unterbrochen von einem Klingelzeichen, von einer Uhr, von einem Telefon, von irgendjemandem, der bei ihm eine Uhr bestellt. Weil er natürlich angewiesen ist darauf, Uhren zu verkaufen, hebt er den Hörer ab, in dem Moment fällt die gesamte Uhr auseinander, weil er eben Stück für Stück zusammengesetzt hat und noch nicht fertig geworden ist. Der andere Uhrmacher, also entweder Hora oder Tempus, ich weiß nie, wer ist, ist auch egal. Der andere Uhrmacher macht Folgendes. Er setzt erst 5 Teile zusammen, dann weitere 5 Teile, dann nochmal 5 Teile und dann 10 Teile und wieder 5 Teile. Das heißt, der modularisiert die Uhr. Wenn es jetzt klingelt, und auch bei ihm klingelt es, weil auch er großartige Uhren baut, die große Nachfrage erleben, fällt das letzte Modul, an dem er gerade beschäftigt ist, also diese 5 Teile auseinander, aber die anderen Module bleiben erhalten. Und jetzt dürfen Sie dreimal raten, wer schneller mit der Uhr fertig wird, in Situation des Unterbrochenwerdens von diesen beiden Akteuren. Das nennt er Architecture of Complexity. Wie setze ich Dinge zusammen, die eben unter Bedingungen eines komplizierten Zusammenhangs nur funktionieren können. Und worauf er nun kam, mit einem Gedankensprung, den ich Ihnen jetzt erspare, worauf er kam, ist Folgendes. Unsere klassisch europäische Art und Weise, Komplexität zu ordnen, ist die der Hierarchie. Die Hierarchie ist vor allem eine von oben und unten. Oben sagen die Leute den Leuten unten, was sie unten zu tun haben. Und das ist genau eine solche Modularisierung, weil die unten sich mit dem beschäftigen können, was zu tun ist, während sie es tun, nicht gestört werden von denen, die oben sitzen, während die oben sitzen, den Telefonhörer abnehmen und sagen, okay, da haben wir 5 neue Bestellungen, ich warte mal ab, wann der Uhrmacher da unten fertig ist und sage ihm so, komm, jetzt musst du 5 weitere Uhren bauen. Eine Oben-Unten-Hierarchie, 2000 Jahre, grandioses Erfolgsmodell europäischen Arbeiten, ich rede nicht von anderen Kulturen, die als hierarchisches Modell beschreibbar ist. Und jetzt kommt der geniale Gedankengang bei Simon, den wir für unsere Überlegungen brauchen. Er sagt, was hindert uns eigentlich daran, eine Hierarchie als eine Rangordnung zu denken, die nicht zwingend im Verhältnis von oben und unten zu denken ist? Frage, wie denn dann? Hätte ich jetzt fast gesagt, ich mache mal eine Pause und frage Sie, was könnte man sonst noch so an Rangordnung vorstellen? Ich will Sie aber nicht quälen, ist auch kein Quiz hier. Als Systemtheoretiker, der Simon war, ich muss das jetzt leider offenlegen, obwohl es ein bisschen pro domo gesagt ist. Als Systemtheoretiker, der Simon war, und ohne es unbedingt systemtheoretisch zu beschreiben und zu reflektieren, sagt er, wie wäre es denn, wenn wir das Innen-Außen-Verhältnis auch als Rangordnung denken? Nämlich insofern, dass innen in einer Organisation, in einer Universität, in einer Kirche, in einer Behörde oder sonst wo, innen nur Dinge passieren, und jetzt kommt's, die von außen angefragt und abgefragt werden. Ja? Also diejenigen unter Ihnen, die sich mit Managementphilosophien auskennen, wissen, dass hier das angesprochen wird, was unter dem Stichwort Agilität Land auf, Land ab, im Moment verhackstückt, verbraten und wahrscheinlich auch verdorben wird, weil es an den falschen Stellen eingesetzt wird. Und vor allem deswegen verdorben wird, weil es missverstanden wird. Die Leute glauben nämlich, aha, da wird ja wiederum die Autonomie der Universität verdorben oder auch die Autonomie eines Betriebs verdorben, weil man ja auf den Auftrag von außen warten muss. Und die Agilitätsprotagonisten übertreiben es auch, weil sie sagen, Kundenorientierung ist das Ein und Alles dessen, was wir tun. Das ist eine falsche, irreführende und unbrauchbare Interpretation sowohl des Agilitätskonzepts als auch dieser Innen-Außen-Rangordnung und dann, Simon sagt sogar, Innen-Außen-Hierarchie, er verallgemeinert also den Begriff der Hierarchie, zu verstehen ist. Warum? Weil innen ja daran mitgearbeitet werden muss, dem Außen zu sagen, welche Aufträge möglicherweise erfolgreich angenommen und danach ausgeführt werden können. Das Innen interpretiert also mit, es legt nahe, welche Aufträge angenommen werden können und es interpretiert mit, auf welche Art und Weise sie ausgeführt werden können. Ich will darauf jetzt nicht rumreiten, aber ich könnte es ausführen,
will so viel sagen. Die Autonomie der Universität ist nicht bedroht, wenn ein Auftraggeber zur Kenntnis genommen wird, sondern die Autonomie der Universität kann gestärkt werden, wenn man sich auf eine kontrollierte und vor allem natürlich öffentlich kontrollierte Art und Weise, Stichwort der Demokratie, viel heute vielfach, mit Auftraggebern zusammensetzt und sich fragt, okay, was können wir eigentlich für euch, was können wir für euch unter welchen Bedingungen tun? Langer Rede, kurzer Sinn, transdisziplinäre Didaktik ist meines Erachtens die Einladung dazu, sich eine transdisziplinäre und transformative Forschung vorzustellen, in der alles unter Bedingungen, Entschuldigung, das alles ist zu streichen, in der vieles, wichtige Nuance, pardon, in der vieles unter der Bedingung passiert, dass es dafür einen Auftraggeber gibt. Und in der dieses viele, das können 20% der universitären Forschung sein, das können in bestimmten, sagen wir mal, eher praxisnahen Universities of Applied Sciences auch mal 80% sein oder sogar 90% sein, unter der Bedingung des Nachweises der Existenz eines Auftraggebers, einer Auftraggeberin passiert. Wer ist jetzt diese Auftraggeberin oder dieser Auftraggeber? Meines Erachtens genau die, über die wir hier reden, nämlich ein Zusammenhang von zivilgesellschaftlich bewegten Leuten, von bürgerlich besorgten Leuten, von Citizen Science Leuten, die einfach mitmachen wollen, von Investoren. Man sieht bei diesen zivilgesellschaftlichen Akteuren immer die Investoren, sprich Unternehmer, die aber auch Bürger sind, mal unter uns gesagt, und Interessen haben und Geld mitbringen und unter Umständen auch daran Interesse haben, ein Projekt mit anderen Leuten durchzuführen. Wir haben da als Wissenschaftler oft eine gewisse, sag mal, Kommerzialisierungssperre im Kopf, die der Sache überhaupt nicht gut tut und die auch den Unternehmen nicht gut tut, die mit uns öfter kooperieren wollen würden, als das zuweilen sichtbar ist. Unternehmen dann mit Wissenschaftlern. Ja, warum stellen wir uns nicht transdisziplinäre Forschung als eine Forschung vor, in der Aufgabenstellung der gesellschaftlichen Praxis in jeder denkbaren Hinsicht, mit all den Kontexten, die wir heute Morgen hatten, Klimawandel, Migration, Ungleichheit, Stadtteilentwicklung, Regionalentwicklung und so weiter und so fort, in der Auftragsforschung immer ein Setting von Leuten involviert, die Wissenschaftler finden, die nicht etwa ihre Fragen beantworten. Das können die vielfach nicht, sonst hätte es diese ganze Geschichte des Versuchs der Überwindung von Disziplinen gar nicht gegeben, sondern sich mit ihnen gemeinsam auf eine Suche der Problemlösung einlassen. Wissenschaftler sind dann unter anderem Moderatoren, nicht zwangsweise, weil man sich auch andere Moderatoren, ausgebildete Moderatoren vorstellen kann. Wissenschaftler sind aber vor allem Leute, die in diesem Modus der Transdisziplin, des Argumententwickelns, des Modellentwickelns, der statistischen Erhebung und so weiter, mit ihren zivilgesellschaftlichen Partnern eine Art und Weise entwickeln, A, das Problem zu verstehen und B, das Problem zu lösen. So, jetzt letzter Kommentar, nochmal zu Herbert Simon. Der wusste natürlich, was er tut. Herbert Simon sagte, okay, wenn wir so eine Art von Auftragsforschung uns vorstellen, worauf verlassen wir uns da eigentlich? Und seine Antwort war eine doppelte, dann bin ich tatsächlich fertig. Die erste Antwort war, wir unterschätzen, 60er Jahre wohlgemerkt, wir unterschätzen radikal innerhalb der Wissenschaft, innerhalb der akademischen Wissenschaft, wie viele Leute da draußen unterwegs sind, die nicht nur irgendwann mal wissenschaftlich ausgebildet worden sind, Juristen, Statiker, Architekten, Therapeuten, Mediziner, Berater, habe ich schon gesagt, ja, you name it, nicht nur wissenschaftlich ausgebildet worden sind und dann irgendwie anwenden, was die Universität in ihrer begnadeten Weisheit irgendwann mal entwickelt hat, sondern die es weiterentwickeln, die damit Erfahrungen machen. Nicht nur Erfahrungen machen im Sinne von, oh, da muss ich ja das Lehrbuch nochmal überprüfen, sondern die Erfahrungen machen in der Gestaltung von Erkenntniszusammenhängen. Ja? Sciences of the Artificial ist das Stichwort bei Simon. Das heißt so viel wie diese Leute, bleiben wir beim Beispiel des Rechtsanwalts, diese Leute erforschen komplexe Zusammenhänge, an deren Herstellung sie selbst beteiligt sind. Ein wissenschaftliches Anathema allererster Güte. Warum? Weil wir methodologisch gelernt haben, das Subjekt muss stillhalten, das Objekt möglichst auch, und dann können wir es objektiv erforschen. Diese Leute, die da draußen wissenschaftlich ausgebildet worden sind und nach wie vor in diesem transdisziplinären, argumentativen, rhetorischen,
systemischen, kybernetischen Pipapo-Zusammenhang unterwegs sind, gestalten, machen den Gegenstand, sind selbst dafür verantwortlich, dass es ihn überhaupt gibt. Wie kann denn das methodologisch überprüft werden? Ja? Da zuckt jeder Normalwissenschaftler, der ich mal war, als ich aus Bielefeld kam, naja, ich will nicht übertreiben, zusammen, weil er denkt, na, an der Stelle geht es nicht weiter. Na? Da haut uns die Wissenschaftstheorie alles um die Ohren. Und da sagt Psalm Folgendes, also erstens ist es eine Schande, dass die Wissenschaft es versäumt hat, die Erfahrungen, die wissenschaftlich ausgebildete Akteure in ihrer immer noch wissenschaftlich imprägnierten Praxis gesammelt haben da draußen. Wir nennen das heute so schön Feedback, aber wo kommt das vor? Wir laden ab und zu Praktika ein, gerade an den privaten kleinen Universitäten, aber was heißt das schon? Ja, welches Lehrbuch hat daraus jemals eine Konsequenz gezogen? Wie kommt das denn zurück? Ja, wie kommt genau das Wissen, wo angeblich nur angewandt, aber in Wirklichkeit weiterentwickelt und gestaltet wird, wie kommt das denn zurück in die Akademie? Ja? Das muss dringend geschehen. Das kann in diesem Modus des transdisziplinären Forschens geschehen. Wir sind dann die Lernenden, wenn wir uns an solchen Prozessen beteiligen. Und wie ist das methodologisch zu kontrollieren? Denn wenn das methodologisch nicht kontrolliert werden kann, na, wenn wir sozusagen nicht behaupten können, okay, das hat irgendwas mit Objektivität und Wahrheit zu tun, was da passiert, dann hat Wissenschaft tatsächlich ein Problem. Die Antwort, und damit mache ich Schluss, obwohl es so ein schönes Thema ist. Die Antwort ist, lass uns doch mal überlegen, jetzt wieder die Innen-Außen-Hierarchie, die Innen-Außen-Rangordnung, lass uns doch mal überlegen, ob wir uns zwingend an Wahrheit, Blick nach oben, orientieren können oder nicht. Jetzt kommt's und denken Sie es bitte nicht nur ökonomisch, oder an Nutzen, Klammer auf, Problemlösung, Klammer zu, orientieren können. Ja? Was heißt das? Das heißt auf Deutsch, es gibt ein externes Kriterium, definiert im Prozess der Projektdefinition dieser transdisziplinären Forschung selbst, also unter den Leuten, die da versammelt sind, in diesen Fab Labs und Reallaboren und Hybrid-Universitäten und wie es alles heißt, ich muss das alles noch lernen, die definieren ein Ziel, das man erreichen oder verfehlen kann. Sie stellen dieses Ziel zur Diskussion, einer Öffentlichkeit zur Diskussion. Messen, lassen sich also messen an ihren eigenen Absichten und können dann sagen, wie haben wir unseren Prozess so gestaltet, dass das Ziel entweder erreicht oder verfehlt wird, und können diesen Prozess, nochmal so ein schlimmes Wort, sogar zu optimieren versuchen, indem über Moderationsformen nachgedacht wird, über zeitliche Gestaltung von Prozessen, über die Frage, wer sollte sich eigentlich beteiligen und so weiter und so fort, um die Dinge nochmal zielorientierter zu gestalten als zuvor. Das wäre ein externes Kriterium, an dem dann tatsächlich so etwas wie Objektivität sich orientiert werden kann, in einer Innen-Außen-Verknüpfung, ohne dass man zwingend auf Wahrheit abstellen kann. Das kann dann immer noch heißen, dass der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin anschließend darüber einen Aufsatz schreiben, aber es ist gar nicht mal unbedingt nötig. Vielen Dank.